Also fangen Sie von alleine an zu reden oder muss ich nachbohren? Wie Sie wollen. Ihre Schwester hat uns einige sehr interessante Details über ihre Arbeit bei Braunsfeld und Co. mitgeteilt. Es hieß, sie hätten hinter den Kulissen ein Doppelspiel betrieben. Sie hätten das Führungsteam unterlaufen und als Teil des Vorstandes Geld unterschlagen. Außerdem werden sie mit dem Tod ihres Onkels und Vorstandsvorsitzenden in Verbindung gebracht. Haben Sie dazu überhaupt nichts zu sagen? Warum soll ich was mit seinem Tod zu tun haben? Der war doch sowieso weg vom Fenster. Den haben sie doch geschasst, nachdem sie begriffen haben, dass er die Firma vor die Wand gefahren hat. Ja, das stimmt. Doch wer sagt denn, dass das was mit seinem Tod zu tun hat? Zwei weitere Mitglieder ihres Vorstandes werden im Moment wegen Verdacht auf Korruption vernommen. Was glauben Sie, wie lange die dicht halten, wenn sie erfahren, dass Sie Braunsfeld ermordet und sich das komplette Schmiergeld unter den Nagel gerissen haben? Das ist Verleumdung. Ich mach dich fertig, du Kleine. Ja. Ich will meinen Anwalt sprechen. Na, wenn Sie meinen, dass der Ihnen helfen kann. Also, wo ist das Geld? Vielleicht ist Ihnen noch nicht ganz klar, dass wir Sie schon längst am Haken haben. Also überlegen Sie gut, was Sie jetzt tun. Sie können einigermaßen glimpflich aus der Sache rauskommen oder nicht. Sie sind der Boss. Also was ist jetzt? Sie sind dran. Kann ich mal eine rauchen? Nein. Dann können Sie warten, bis Sie schwarz werden. Wegen einer kleinen Zigarette, ich bitte Sie, Herr Röder. Mögen Sie Karneval? Ist das wichtig? Nein, ist nicht wichtig. Aber für die Firma, dafür ist es wichtig. Das freut mich. Sie liebt ihn geradezu. Sie spendet auch jedes Jahr für einen äußerst interessanten Verein. Interessant. Warum? Neuester Spitzbuben genannt. Lustiges Völkchen, voller kleiner alter Herren, die drauf stehen, sich in fette Vogelkostüme zu stopfen und auf Karnevalsveranstaltungen von der Bühne herunter zu trällern. Ist wirklich komisch. Das sollten Sie sich mal anschauen. Bis jetzt kann ich da noch nichts Interessantes finden. Helfen Sie mir, Herr Rüder. Finden Sie doch mal heraus, wer da der Obersopran ist. Sie werden staunen. Ich hoffe für Sie, dass ich das werde.